Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Mann läuft telefonierend an mir vorbei. Ja, natürlich, Schatz. Läuft zurück in die andere Richtung. Klar habe ich an alles gedacht. Frauen shoppen 30 Stunden für ein Shirt, das sie 30 Minuten lang tragen. Männer shoppen 30 Sekunden für ein Shirt, das sie dann 30 Jahre lang tragen. Frauen verbringen wahrscheinlich mehr Zeit damit, darüber nachzudenken, was Männer denken, als Männer tatsächlich mit Denken verbringen. Hab aus Reflex beim Öffnen einer neuen Nivea-Creme das Alu beim Abziehen abgeleckt. Ich sollte lieber mehr schlafen. Guten Tag, ich suche eine bequeme Jogginghose für den Marathon am Wochenende. Oh, welcher Marathon denn? Game of Thrones. Ich glaube, mein Handwerker ist ein Terrorist. Er spricht irgendwas von Kostenvoranschlag. Die AfD ist gar nicht rechts. Kevin, 23, kippt beim Joghurt mit der Ecke die große Ecke in die kleine. Das Leben ist wie eine Schachtel Tourette. Man weiß nie was. Fotze! Witze über Rollstuhlfahrer sind total behindert. Sitzen aber immer. Ist die Paprika hier genmanipuliert? Verkäufer, wieso fragen Sie das? Paprika, ja, wieso fragen Sie das? Lieber Geschwister, die älter sind, als Eltern, die Geschwister sind. Es gibt nicht zu jung, es gibt nur zu eng und für sowas gibt's eine Geflügelschere. Sie sehen krank aus, ich verschreibe Ihnen eine Pizza. Dr. Oetker. Ich verkaufe neuerdings Alarmanlagen von Tür zu Tür und bin verdammt gut darin. Wenn niemand daheim ist, lege ich die Broschüre einfach auf den Küchentisch. Sich Sorgen machen ist wie Schaukeln. Man ist zwar beschäftigt, kommt aber nicht weiter. Gebe einem Freund eine DVD zurück, fragt er, ob ich auch zurückgespult habe. Wir lachen beide. Kind fragt, ob das wieder so ein alte Leute-Witz sei. Deine Mutter arbeitet in der Kläranlage als Geruch. Deine Mutter heißt Uwe und sie ist auch dabei. Deine Mutter pennt auf Route 12. Deine Mutter gibt Ninja Toben einen Topbeleber. Deine Mutter malt Kaffeebohnen mit ihrer Glatze. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Deine Mutter in einem Bagger. Leiter der Personalabteilung wirft die Hälfte der Bewerbungsumschläge weg mit den Worten: Die haben Pech gehabt und Leute mit Pech können wir nicht gebrauchen. Yeah, wenn ihr links klickt, kommt ihr auf die letzte Folge und wenn ihr rechts auf das Logo klickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn brandneue lustige Witze gibt es jeden Freitag um 17 Uhr. Jeder liebt Witze und jeder liebt es zu lachen. Also empfehlt doch diesen Kanal einfach mal einen Freund weiter. Haut raus, bis nächste Woche.